Hey Leute, hier ist LineGamer1 und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Vielleicht der letzte Teil mit dem Volvo, vielleicht auch der vorletzte, ich weiß noch nicht. Weil ich denke mal, wir werden noch diesen einen Auftrag machen müssen, dann haben wir es geschafft und sind Level 10. Na okay, es sieht knapp aus, wir brauchen jetzt 800 Erfahrungspunkte, also müssen wir mit dem Auftrag kriegen. Und dann sind wir, glaube ich, hier geübter Arbeiter, steht da, weil dann sind wir ein Level höher und dann... Ja, sollte es klappen. Wir haben bis jetzt... Oh, ich glaube, das steht für wie viele Aufträge wir hier unten... Die Leiste hier unten steht für die Aufträge, die wir bis jetzt gefahren sind. Das sind schon 21 Aufträge, sind wir schon gefahren. Strecken werden freier Fahrt, nur 24 Kilometer. Sonst sind wir alles nur im Dienst gefahren. 23% erkundet, 21 haben wir ab... 20 Aufträge abgeschlossen, 21 sind wir gerade dran. Null abgebrochene gesamte Spielzeit, 8 Tage sind schon im Spiel vergangen und 9 Stunden. Naja, wenn man in 8 Tagen so einen LKW sich kaufen kann, dann schon den nächsten. Na, dann ist man ziemlich gut unterwegs hier als LKW-Fahrer. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter mit unserem Transport von heißen Chemikalien von Glasgow nach Duisburg. Ja, das könnte kompliziert werden. Ich weiß nicht, ob wir es in diesem Teil noch schaffen. Sonst werden wir im nächsten Teil und kaufen auch noch im nächsten Teil, sofern genug Zeit ist, unseren LKW. Wir schauen einfach mal. So, genau, wir stehen noch hier an der Tankstelle. Motor an, Licht an. Gucken wir kurz mal alles durchchecken. Die 4 Stunden Fahrt haben wir noch. Wir wollten bis zur Fähre erstmal kommen. Rufen wir kurz die Map auf. Gucken wir nochmal. Ich muss nochmal kurz eine Orientierung kriegen. Geht erstmal Landstraße weiter. Dann wird es wieder breiter und dann Richtung Castle. Newcastle Fähre. Okay, stimmt. England fällt mir gerade ein. Linksverkehr. Also schön gucken. Kommt da keiner? Doch, da kommt einer, aber ich sehe es im Spiegel gar nicht. Das heißt, ich fahre jetzt eigentlich so gut hier auf gut Glück raus. No risk, no fun, gell? Ja. So. Und umleuchten brauchen wir nicht. Ist ja kein jetzt so Transport. Was ist das? Ach, das ist ein Flugzeug. Okay, ich dachte gerade schon, das wäre irgendwie ein UFO oder sowas. Und da irgendwie so ein besonderes, sowas. Das halt irgendwas... Was Lustiges haben die hier ins Spiel eingebaut, aber okay, das war jetzt ein Flugzeug. Ja, der Engländer überholt wieder. Und ja, jemand hatte mir letztens, also jetzt während ich die Aufnahme mache, war es eigentlich letztens, geschrieben, er würde sich mal wünschen, dass ich mal über so ein paar Themen hier, während ich das Spiel immer aufnehme, rede. Ich habe ja eigentlich jetzt schon immer über so Themen geredet, so verschiedene Sachen. Er hatte ins Kommentar geschrieben, ob ich YouTube-Partner werden will. Ja, dazu kann ich kurz noch was sagen. Ich weiß nicht, entweder ist es, ich bin außerdem auf diesen Button gekommen oder nicht. Ich habe nämlich, bin ich YouTube-Partner? Und ich bin vollwertiger wieso ruckelt's jetzt? Ich bin vollwertiger YouTube-Partner. Man kann sich ja als YouTube-Partner bewerben. Ich weiß nicht, ob ich das auch mal gemacht habe. Ich glaube eigentlich nicht, dass ich da drauf geklickt habe, aber anscheinend ist das irgendwie passiert oder so. Und auf jeden Fall bin ich vollwertiger YouTube-Partner im Moment und denke mal, das werde ich auch bleiben, wieso nicht? Und ja, nur so als Hinweis, ja, ich bin YouTube-Partner. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, über was ich hier im Spiel reden soll. Mit euch YouTube, irgendwas über LKW, keine Ahnung, oder irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr es einfach in die Kommentare schreiben. Ich sollte das, sofern ich es lese, eigentlich lese ich alle Kommentare, und nicht vergesse hier ein Spiel reinzubringen, also in die Aufnahme reinzubringen, werde ich es auch in der Aufnahme sagen, beziehungsweise jetzt hier im Video. Ja, entweder du fährst, Kollege, oder nicht. Na, dann fahre ich eben. Was ich aber mal wirklich glaube, also ich bei allem Ernst, wie gut der Euro Truck Simulator 2 ist, ich glaube nicht, dass der realistisch ist, Leute. Das glaube ich nicht. Also, wenn ihr realistisch das hier macht, ist es natürlich auf jeden Fall schon mal anders. Also, ich glaube im realen Leben, das was ich schon so über die LKW-Fahrer gehört habe, wie es denen so ergeht und so, also es gibt natürlich den einen oder anderen, der hat es ganz gut, aber das ist wahrscheinlich nur die geringen. Also das Leben des LKW-Fahrers ist jetzt nicht das Beste, weil also Verdienst sieht nicht so aus wie hier. Hallo, wie ja, also ich glaube auch nicht, dass es so einfach ist als LKW-Fahrer, weil es gibt genug Konkurrenz. Hier seht ihr jetzt wirklich nicht so unbedingt die Konkurrenz in dem Spiel, weil es gibt auch selbstständige Fahrer, wie wir ja hier einer im Spiel selber sind, aber die selbstständigen Fahrer, die müssen ja erstmal von den Firmen die Aufträge kriegen und ich glaube, das ist schon mal... Ich stelle mir das nicht so einfach vor, vielleicht ist es doch einfach, aber ich stelle mir es nicht so vor, dass es so einfach ist, als selbstständiger Fahrer Aufträge von anderen Firmen zu kriegen.
keine Ahnung, DHL oder wir oder was alles für Firmen machen. Also irgendwelche Transportfirmen oder dass man von irgendwelchen Firmen halt Aufträge kriegt, dass man für die fährt. Ich glaube nicht, dass es wirklich so einfach ist, das zu machen. Und kann gut sein, dass die Vergütung, also das Geld, was man dafür einen Auftrag bekommt, so gut ist wie hier im Spiel, aber ich denke, wir kriegen jetzt 25.000 für den Auftrag hier. Aber ihr müsst mal überlegen, so ein LKW-Fahrer, das dauert eigentlich, glaube ich, kein LKW-Fahrer. Der wagt sich aber auch hier, der Autofahrer, vor dem LKW in den Kreisverkehr reinzudüsen. Kein LKW-Fahrer, dem geht so gut, wie es dem hier sozusagen, also uns hier im Spiel geht. Also, ja gut, wir leben ja jetzt hier nicht irgendwie noch mit Essen kaufen und so, aber kein LKW-Fahrer, ich denk mal, die kriegen so, wenn man Angestellter bei einer Spedition ist, kriegt man im Monat um die 1500, glaube ich. Das ist aber schon ziemlich gut, glaube ich. Weil ihr kriegt jetzt nicht, dass ihr pro Auftrag, den ihr fahrt, kriegt ihr dann irgendwie, wenn der Auftrag 25.000 Euro wert ist, also die normalerweise kriegt die Firma so viel, dann kriegt ihr als LKW-Fahrer, kriegt ihr dann nicht irgendwie so viel, also so, so irgendwie 20.000 oder so, nee, da kriegt ihr höchstens, da kriegt ihr gar nichts, ihr kriegt einfach nur euren Monatsgehalt, also, ja. So, okay, 16 Stunden, 1.200 Euro, aufbrechen, ja. Oder natürlich kann es auch sein, dass wenn ihr als selbstständiger Fahrer seid und bei anderen Firmen einspringt, kann es natürlich sein, dass es wieder ein bisschen anders ist, ihr ein bisschen mehr kriegt, aber ich glaube, also, so gut ist es. Fähre? Das ist ja mal cool. Hä? Wir müssen ja mal irgendwo eigentlich schlafen. Deswegen ist die Frage, oder haben wir jetzt wieder volle Fahrzeit? Ja, wir haben wieder volle Fahrzeit. Super gut, dass wir nicht davor geschlafen haben auf dem Rastplatz. Ja, also ich glaube nicht, dass es so toll ist, LKW-Fahrer zu sein. Ich glaube, es macht schon Spaß, so Trucks zu fahren, die großen Rummis auf der Autobahn hier. Ist schon was Besonderes, aber ich glaube, so einfach ist das Leben als LKW-Fahrer nicht, besonders wenn ihr nur eine Familie habt und dann Fernfahrer seid, dann seid ihr ja lange noch weg, manchmal eine ganze Woche über oder eigentlich nur, weil ihr habt so viele Aufträge dann und, oder nicht nur so, nicht so viele, sondern ihr habt weite Aufträge, wo ihr weit fahren müsst, bis ihr dann wieder daheim seid, das dauert echt und ich glaube, dass so wie der Beruf hier im Spiel gezeigt wird, dargestellt wird, ich glaube, so toll ist der eigentlich gar nicht, aber das Spiel macht auf jeden Fall Spaß, ja. Keine Ahnung, falls ihr irgendwas darüber wisst, wie der Beruf des LKW-Fahrers ist, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Das ist jetzt so, was ich darüber weiß. Ich hoffe mal, auch alle Angaben und Daten, was ich euch hier immer so sage, das stimmt. Also wie gesagt, es kann nicht sein, also es wird nicht so sein, dass wirklich alles stimmt, was ich euch sage. Nur, ja, ich sage es eigentlich so, wie ich es eigentlich immer gehört habe. So, was hier, wie heißt der Ort? Ilmulden? Muss ich mir mal kurz auf der Map angucken. Ja, das steht da gar nicht. Aber wahrscheinlich heißt der Ilmulden, aber oder das ist der Hafen, keine Ahnung. Wir müssen aber nach Amsterdam, also Richtung Amsterdam. Ich fahre jetzt auch mit Ablendlicht, wie gesagt, wir fahren kein Standlicht. Und ja. So. Dann geht es Richtung Duisburg. Ich denke mal, das sollten wir in dem Teil noch hinkriegen. Wird halt mal ein bisschen länger wieder. Also dann, A9 finden wir uns, jetzt sollten ja auch keine Mautgebühren mehr erstmal anfallen. Steht da schon was? Ne, da steht nicht, ich muss mal kurz gucken. Darüber, Richtung Amsterdam, dann darunter, dann darüber. Ja, ich hoffe mal, es klappt noch, dass wir noch in den nächsten Minuten dann dort ankommen. Aber das soll klar, wir haben 4 Stunden reale Fahrzeit noch vor uns. Also, ja, okay. Wir müssen nicht runter, wir fahren weiter geradeaus. Steht ja auch Amsterdam A4. Kommt keiner runter. Na, wir hätten ja eh nicht vorlassen müssen. So, hier wird's eng. Fahren wir mal rüber. Habe ich hier Bremsenstärke noch nicht ordentlich eingestellt, oder wie? Das war gerade ganz schön knapp. Aber sich so als LKW-Fahrer so einen eigenen LKW kaufen, da müssen die sich erstmal einen Kredit, also wenn sie selbstständig sind, müssen sie sich erstmal einen Kredit aufnehmen, weil
Und wenn die sich einkaufen, glaube ich eh nicht, dass sie sich einen neuen kaufen. Die kaufen dann ihren gebrauchten, weil so ein neuer seht ihr ja hier im Spiel. Ich glaube, das sind schon ziemlich Realität. Und das ist schon ziemlich real mit den Preisen und so. Aber ja. Weil so viel hat doch kein LKW-Fahrer, der so keiner, der LKW-Fahrer werden will. Da müsste er schon reicher sein. Ich glaube nicht, dass reiche Leute LKW-Fahrer werden wollen. Naja. Es gibt ja auch so irgendwie sowas vom Herzchirurg zum LKW-Fahrer, ZDF-Reportage. Das ist irgend so ein älterer Mann, der ist irgendwie 60 oder so und der war Herzchirurg und ist dann jetzt bei einer LKW-Firma oder so, hat aber seine eigenen LKW oder so. Könnt ihr mal gucken, auf YouTube gibt's da irgendwas. Ja. Es hat gerade geruckelt. Also ich muss aber sagen, sonst ist das Spiel natürlich schon sehr realistisch vom Verkehr und sowas. Es ist einfach schön gemacht, das Spiel, das habe ich euch ja schon oft öfters gesagt, dass es mir gefällt. Aber ich meine von der Story-Dings, ja, Story gibt es ja hier im Spiel nicht, sondern so wie die Karriere ist, so. Nee, so glaube ich nicht. Also so toll wie das Leben hier als LKW-Fahrer dargestellt wird, so ist es ja. So ist das nicht. Nee, das glaube ich nicht. Aber ja. Trotzdem ist das Spiel schon aufgebaut und man muss ja hier auch mal ordentlich Geld verdienen, sonst kommt ihr ja auch nicht irgendwie weiter oder so. Also ihr wollt ja dann euer großes, sag ich mal, Imperium aufbauen. Die große Logistikfirma hier, wir sind Global Transport. Ja, so heißt ja unsere Firma hier, so habe ich sie hier genannt. Und ja, wir wollen das Global Transport Imperium aufbauen, wollen dann viele Fahrer haben, wollen hier ordentlich Kohle kassieren. Und ja. Deswegen, so ist das. Wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich alles so gemacht, damit man hier wirklich so gut Geld verdient und so, weil sonst kommt ihr wirklich nicht weiter, müsst ihr so 25.000, aber ich glaube, das sind schon ziemlich reale Preise, wie so viel, ich weiß jetzt nicht, wie viel so Firmen für so einen Transport von heißen Chemikalien so einmal von England nach Deutschland bezahlen, wie viel es dort an Geld gibt, da kann ich euch nichts sagen. Aber kann sein, dass es, wie ich mir vorstelle, müsste es mindestens 25.000 Euro sein. Weil wenn ihr dann noch die ganzen Spritkosten, die ganzen Mautgebühren, die LKW-Fahrer halt oder die Spedition bezahlen müssen, wenn das noch alles einberechnet, die Spritkosten, die Spedition muss ja die Lohnkosten, die sind alles, das ist alles in diesen Preis dann normalerweise eingerechnet. Also, ja. Das ist dann schon, die Preise sind noch nicht gerade gering. Also da schön die Sonne, steht schon tief, ist ja auch schon 18.19 Uhr. Und Duisburg steht immer noch nicht auf den Schildern und ich glaube, es ist ganz schön, keine Ahnung, mal gucken mit der Zeit, ist auch egal. Vorne ein roter Bus, dem müssen wir folgen, wir müssen also wieder langsamer werden. Köln steht drauf, das ist ja ungefähr da, das ist ja alles im Ruhrgebiet da oben. Derjenige, der das geschrieben hat, ich weiß nicht, irgendwie Alex Hannes oder so heißt der, oder eigentlich sind es ja wahrscheinlich zwei Leute, denen der eine Account gehört, und der hat geschrieben, er würde eigentlich gerne, dass ich ein Iveco fahre, aber ich muss mal gucken, ob ich, um euch einfach später nochmal ein paar LKWs zeigen, nochmal schneller Auftrag mache, aber das dauert erst dann ganz am Ende wahrscheinlich. Also, ich werde jetzt erstmal wirklich so verfahren, wie ich es mit den LKWs gesagt habe, jetzt ein Renault, dann Scania, dann Mercedes, wir werden Mercedes ein bisschen fahren, oder mehrere Level halt und damit leveln, und danach muss ich mal gucken, ob wir dann entweder uns noch einen MAN oder so kaufen oder ob wir es so machen, dass wir einfach nochmal schneller Auftrag machen und ich fahre einfach nochmal mehrere verschiedene LKWs, um euch zum Schluss einfach nochmal verschiedene halt zu zeigen. Aber ich werde erstmal so den ganz normalen Spielverlauf werde ich erstmal so mit anderen LKWs machen, dass ich, so wie ich es jetzt gesagt hatte. So, wir haben aber auch wirklich lang, ich glaube 20 Teile oder so. Wenn nicht sogar 30, sind wir jetzt mit dem Volvo unterwegs. Ich hoffe, das stört euch jetzt nicht. Ich hätte eigentlich mal zwischendurch vielleicht mir den, keine Ahnung, MAN oder so einen anderen halt kleinen LKW kaufen sollen, nachdem wir wieder zwei Level oder so aufgestiegen sind, damit ich euch einfach mal die anderen zeigen hätte können, aber naja gut, macht ja nichts. Ich werde es euch nochmal zeigen können. Okay, also hier seht ihr an der Brücke, da sind ja immer diese Windhosen, habt ihr gesehen davor, und meiner Meinung nach sind die dazu da, dass die LKW-Fahrer
für mich ist jetzt nicht so gerade das große Problem. Ich habe jetzt nicht so die wirklich große Angriffsfläche für den Wind, weil es ist ja noch so ein bisschen gerundet. Aber wenn ihr euch mal den Sattelauflieger hier von dem Kollegen neben mir anschaut, der hat wirklich, das ist wirklich eine riesen Fläche, die daneben ist, wo der Wind einfach draufblasen kann. Und wenn ich das schon mal richtig verstanden habe, also richtig gelesen oder gehört oder sowas gehabt habe, dann ist es so, dass der Wind dann so stark bläst auf diesen Brücken, dass du als LKW-Fahrer wirklich so ein bisschen wirklich nach links, also wir mussten so fahren, der Wind kam von links, dass du wirklich nach links so ein bisschen gegenlenken musst, damit du nicht nach rechts von der Fahrbahn runtergedrückt wirst, weil der Wind einfach so eine, wenn der richtig stark bläst, also richtig stark weht, dann hat er auch eine richtig große Angriffsfläche auf dem Auflieger hinten und dann wird man wirklich so ein Stück rüber gedrückt. Also ich glaube, das ist wirklich so wegen dem Wind und ja. Hier kann ich jetzt wirklich nicht sagen, bei dem sollte es glaube ich nicht so extrem sein, weil der ist ja noch so ein bisschen abgerundet. Bei dem, wie hier drüben der Kollege wieder, bei solchen Aufliegern ist glaube ich so ein Druck wirklich da. Wir können ja mal gucken, wenn wir über eine Brücke fahren, ich sind wieder, wenn es mir noch einfällt, oder beziehungsweise ich es nicht, bis dahin nicht vergessen habe, können wir das mal, werde ich mal gucken, ob das, man da wirklich, wenn ich jetzt einfach nur den LKW gerade ausfahren lasse, ob wir dann ein Stück nach rechts oder so abkommen, also gucken wir einfach mal. Ich hatte mir auch mal überlegt, ein Lenkrad zuzulegen, wenn dann soll es natürlich auch ein gutes Lenkrad sein, nicht irgend so ein billiges Lenkrad. Das soll natürlich auch was können, ein paar Funktionen halt haben. Ich finde natürlich die Lenkrads mit so einer H-Schaltung, die man hier auch verwenden kann, die finde ich ja am besten. Das ist aber dann das Logitech G25 oder G27, eins von den beiden. Aber die kosten glaube ich schon 200 Euro oder 150 irgendwas da, eins von den beiden. Und das, also das günstigste ist glaube ich, oder war das 100? Ich weiß nicht, also ich guck gerade mal. Auf jeden Fall ist es so, dass die nicht gerade günstig sind. Und hab ich ihn gerade berührt da vorne, das Auto? Nee. Weil der da vorne gewackelt hat, der Bus. Die wollen alle links. Also ja, diese Lenkräder sind, also wenn ihr wirklich gute Lenkräder haben wollt, von die zum Beispiel von Logitech, ich glaube, die sind ganz gut. Dann müsst ihr wirklich schon etwas mehr Geld, sag ich mal, hinblättern. Also ausgeben. Logitech, ich weiß gar nicht, welches jetzt das günstigere ist. Das G27 oder G26. Logitech G53, 27. Das Logitech G27 kostet, wie ich gesagt habe, 229 Euro. Ist das das Richtige? Und das hier ist schon wieder so Fahrradwege oder sowas hier drüben. G35 Kopfhörer. Also Headset. G25 ist ja auf Amazon gar nicht. Ich sollte mal lieber auf den PC-Monitor gucken. Ja, also natürlich ist es mit Lenkrad schon, hat man wirklich, finde ich, zumindest konnte ich mal beim Freund ausprobieren, hat man wirklich so viel mehr das Feeling vom Fahren, weil wenn ihr einfach nur D drückt und der LKW fährt in die Kurve, das ist wesentlich was anderes, wenn ihr wirklich noch sowas in der Hand habt und dann tut sich da was und dann, wenn ihr da um die Kurve lenkt und ihr habt unten die Pedale und könnt Gas geben, weil ich muss sagen, das ist dann so, dass ihr euch viel mehr fühlt, dass, also es fühlt sich viel mehr an, als ob man wirklich in dem LKW drin sitzen würde, als wenn man das nur mit der Tastatur spielt, also weil dann ist schon das Gas geben und so, das ist ja schon alleine was so cooles, weil ihr könnt dann bestimmen, wie, wenn ihr W drückt, dann gibt er ja eigentlich, drückt er ja das Pedal voll durch, aber wenn ihr so Pedale habt, dann könnt ihr ja nur ganz leicht drücken, dann gibt er auch nur ganz langsam Gas und da ist es dann schon auf jeden Fall was ganz anderes als, also Lenkrad ist wahrscheinlich, macht auch viel mehr Spaß als mit der Tastatur. Aber, naja. Ja, vielleicht sollte ich mir einfach nur ein günstiges Lenkrad mit Pedalen kaufen. Muss ja nicht gleich das Beste sein. Muss ich mir überlegen, ob ich das mache. Oder nicht. Aber wahrscheinlich werde ich es nicht machen, ja. Natürlich kann man mit dem Lenkrad auch so viel präziser lenken, weil wenn ich jetzt hier A drücke, dann lenkt er ja die ganze Zeit durch. Und wenn ich jetzt hier um die Kurve fahren will, dann kann ich ja nicht, muss ich immer so D, D, D. Seht ihr auch immer, wenn ich hier so ein
neuen Lenk an. Immer wenn ich die D-Taste jetzt hier neu drücke, damit er eins nach rechts lenkt, so ein Stück, damit ich hier in dieser Kurven, in dem Kurvenverlauf bleibe. Und wenn ihr mit dem Lenkrad lenkt, dann könnt ihr das Lenkrad auf einer gewissen Position halten und dann geht ihr auch nicht mehr, dann lenkt ihr auch nicht mehr stärker rein oder so. Gut, ja. Also ich hoffe, alles, was ich euch heute in dem Teil hier erzählt habe, ist soweit richtig. Ihr könnt ja zu dem, oder generell allem, was ich hier euch erzähle, könnt ihr alle, zu dem einen könnt ihr kurzes Kommentar oder ein längeres Kommentar kurz unten in die Kommentar, in den Kommentarbereich schreiben. Würde mich natürlich freuen, weil dann, vielleicht kriege ich ja so eine Absicherung. Ja, natürlich denke ich, ja, ist so oder nein, das ist so und so. Also wenn ich mal was falsch gesagt habe oder was richtig gesagt habe. Ja, also kommentiert einfach, wenn euch was einfällt oder so. Oder wenn ihr wollt, dass ich über ein gewisses Thema mal rede, beim LKW-Bereich, über YouTube oder irgendwas anderes. Wenn mir dann auch was dazu einfällt und ich denke, ich kann dazu was sagen und euch interessiert auch, dann spreche ich es einfach mal in einem Video an. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich hier den nächsten Teil von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich hoffe, er hat euch gefallen, so wie die anderen Teile auch. Und ich hoffe natürlich, die anderen Teile haben euch auch gefallen. Und dann sage ich Tschüss und danke fürs Zuschauen und bis zu einem meiner nächsten Videos. Euer Leingamer1. Haut rein, Leute.